Hallo und willkommen zur nächsten Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga, nach einer etwas längeren Aufnahmepause. Vogel! 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 Okay. Nein, wir sind kein Vogelmörder. Hier waren wir stehen geblieben, waren hier noch im Tempel. Aber ich glaube, hier gibt es tatsächlich nichts mehr zu machen gerade. Ich sehe zumindest hier aktuell nichts. Ich gucke kurz auf die Karte. Einstein, Federsdorf, wo auch immer der ist. Kann natürlich sein, dass wir den erst wirklich zum Schluss bekommen können, was aber eigentlich gar nicht geht, weil wir dann ja keine 100% haben. Aber egal, wir ignorieren das Ganze jetzt erstmal und gucken weiter. Ziemlich gerade, wir können ja sogar nach Kashyyyk. Wann waren wir denn auf Kashyyyk? Ah, Episode 3! Scheiße, den habe ich vergessen. Ah, verdammt! Jetzt habe ich doch Kashyyyk. Ich habe Kashyyyk vergessen. Verdammt! Gut, dann müssen wir jetzt Kashyyyk machen, dann machen wir es doch nicht in der richtigen Reihenfolge, sorry. Ich habe Kashyyyk vergessen. Der kommt ja auch in Episode 3 vor. Das ist ja der Wookiee-Planet. Oh, den habe ich ja komplett vergessen. Wie konnte ich den denn die ganze Zeit übersehen? Ja, okay. Dann haben wir die Reihenfolge jetzt doch versaut. Aber ist nicht so schlimm, Hauptsache wir machen es irgendwann. So, wir sind zuerst in den Weltraum, deswegen bin ich jetzt direkt schon mal dahin geflogen. Vielleicht haben wir wieder das Glück und wir bekommen ein Event. Jetzt mache ich hier nochmal ein Sternchen. Ziel eliminieren. Ich knall dich ab. Boah. Aber jetzt habe ich den besiegt, jetzt passiert nichts, oder was? So. Zack. Vielleicht passiert auch erst, als ich die Raumschlacht beendet habe. Das kann natürlich auch sein. Hier machen wir noch schnell die Raumschlacht. Ja, komm. Ich meine, ich bin von dem Schiff irgendwie nicht so ganz überzeugt. Ich muss mal wieder wechseln. Irgendwie gefällt mir das Schiff jetzt doch nicht so. Die Republik hat gewonnen, okay. 5000 Scheine, boah, das hat sich aber überhaupt nicht gelohnt. Kann natürlich sein, dass man jetzt in so ein Fragezeichen reinklickt, dass dann nur irgendwas passieren kann. So, jetzt gucke ich gerade, was brauchen wir überhaupt. Wir haben einen Charakter hier. Warte mal. Wechseln wir jetzt mal die Schiffe. Genau, wir können ja mal den Falken nehmen. Gucken, wie sich der hier spielt nochmal. Doch, der hat sich relativ geil gespielt sogar. Oh, jawoll. Ich glaube, das gefällt mir schon besser. So, wo geht's da hin? Da geht's nach Kijimi. Dort ist ein Rennen. Wir haben noch zwei Fragezeichen, aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Rundkurs Kashyyyk, 40 Sekunden. Admiral Holdo kriegen wir. Was hat denn Holdo jetzt mit Kashyyyk zu tun? Okay, ich glaube, dort muss ich hin, ne? Nein, fuck, ich muss da hin. Warum ist das erste Ding jetzt so weit weg? Okay, dann habe ich ja schön mit Fullspeed. Vollgas, wie es manchmal so schön heißt. Und auch noch fast da vorbeigefahren. Da ist das nächste. Wir müssen schon gucken, wo das nächste kommt. Oh! Jawoll. 33 Sekunden nur, das haben wir locker geschafft. Admiral Holdo. So. Jetzt dürfen wir hier, glaube ich, erstmal alles haben hier in dem Gebiet, ne? Wenn ich das richtig sehe. Einmal bitte raus aus der Karte. Genau, so würde ich das gerne haben. 1 von 1, perfekt. Da können wir jetzt nach Kahiro. Da haben wir 25 Steine, die uns noch fehlen. Die Datenkarte haben wir sogar schon. Ein Charakter und ein Schiff. War das Klärchen. Das ist ja nicht so viel. Also scheint wohl mehr auf Steine ausgelegt zu sein, der Planet, und weniger auf Quests. Gut, auch Steine können ja Quests sein. Also machen wir über unsere übliche Reihenfolge. Zuerst die Steine, dann die Charaktere und dann die, ja. Und nebenbei eben auch noch die Raumschiffe. Ich glaube, das Raumschiff ist meistens ja keine direkte Quest, ist ja meist nur so zu finden. Also keine Quest, wo man den Planeten verlassen muss. Das ist mir immer wichtig, dass ich zuerst alles mache, was hier auf dem Planeten ist und dann erst vom Planeten runtergehe. So, unser Pork ist da. Warum spiele ich jetzt hier so einen bescheuerten Astromech-Druiden? Nein.
die Taste ruhig drücken. Ich werde nicht nett sein, ganz einfach deswegen, weil du mich ständig damit nervst. Ach hier, die Sandbogen. 14 Stück. Okay, da müssen wir uns auf jeden Fall dran denken. Da hinten ist ein Charakter, den müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Also direkt beim Start. Ups, sorry Wookie, tut mir leid. Wollte ich nicht schlagen. So, Kashyyyk sieht aber auch relativ interessant aus. Oh, ein Gong-Druide. Das ist ja geil. Liegt doch wohl nicht faul in der Sonne. Wir haben viel zu tun, ihr pelzigen Faulenzer. Holt hoch mit euch. Okay. Wir kommen ja schon. Macht euch nicht ins Fell. Naja. Was sagen sie alle? Das sagen sie alle. Dann sind sie schwanger. Nein. Wookies nehmen den Bau von Sandburgen ziemlich ernst. Du ahnst nicht, wie weit einige Wookies gehen würden, um sich für eine zerstörte Sandburg zu rächen. Oh, dann darf ich sie natürlich nicht kaputt machen. Aber ich brauche sie doch leider. Also die Karte mal anschauen. Boah, hier gibt es ja noch einiges zu entdecken. Okay, da hinten ist das Raumschiff, okay. Hier ist auch was zu zerstören. Da und da und da, okay. Da ist sogar was mit der Macht, also da müssen wir auch irgendwas machen. Es wird also weiträumig ausgeschildert mit der Macht. Von hier kann ich auch aber im... Ah ne, kann ich doch nicht. Das war nicht gut. Hier kann ich im Wasser stehen und dort hinten kann ich nicht im Wasser stehen. Okay. Black. So, ach, guck mal hier. 5 von 14. Also kann ich ja nicht so hoch. Ja, ne. Das geht auch safe. Ich will das jetzt hinkriegen, komm. Jawoll. Das ist mehr kurz als klettern. Ja, ihr potti Kiste hier gar nicht. Ha, ich bin besser als ihr. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das hier ohne die Kiste gemacht habt. Die Rechnung ohne den Chef gemacht. Oh, ein angelnder Wookie. Ob es hier so viel zu finden gibt. Und auch hier darf ich wieder im Wasser stehen. Aber auch wahrscheinlich nicht zu dicht drin. Ich hörte, wie einige Klonsoldaten in der Nähe der Froschschildbäume um Hilfe riefen. Sie werden damit nicht aufhören. Würdet ihr sie aus dem Sand rausholen, damit Ruhe einkehrt? Okay. Also, Truppler in der Klemme. Hier gibt es sogar einen Läufer, den wir nehmen können. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal. Da hinten ist erstmal noch was zum Zerstören. Ich würde sogar eigentlich fast schon die übliche Taktik nehmen, erstmal alles erkunden, aber da hinten ist auch noch was zum Zerstören. Noch eine Wandburg. Ich würde sogar, dass sie auch schießen kann mit der Banane. Wir hatten ja die albernen Waffen gekauft gehabt. Wenn ich noch erinnert. Ach stimmt, es gibt doch verschiedene Ebenen, da muss ich auch noch mal kurz schauen. Ja, da müssen wir auch noch einiges erkunden. Muss ich auch aufpassen, wer hier diese ganzen Türme ja hier noch sind. Aber ich würde sagen, wir erkunden erstmal das Erdgeschoss. So, im Läufer lasse ich jetzt mal stehen. Hier ist nämlich noch ein Wookie mit einem Hinweis. Meine Freunde werden immer noch von diesen Klonen gefangen gehalten. Du würdest nicht nach Kashyyyk kommen und einem Wookie in Not nicht helfen, oder? Das wäre wirklich uncool. Ja. Wookie-Gefangene. Okay, hier ist sogar ein relativ einfacher Stein. Ja, sagt er und stirbt. Okay, ich muss einfach nur vielleicht auf das erste Holz vielleicht mal auch mal rauf. So. Das ist nicht der übliche. Kleine Erfrischung. Ich habe sogar meinen Gong-Druiden, stimmt ja. Ich will auch mal reiten, dann geht's ein bisschen schneller. Hui. Okay, hier ist irgendwo ein Raumschiff. Ah, das ist eine Quest. Macht euch keine Sorgen. Wir haben diese unglaublich gefährlichen Wookie-Rebellen sicher eingesperrt. Die können da auf keinen Fall ausbrechen. Seht euch doch nur an, wie die Tür glänzt. Das ist richtig hochwertiges Zeug. Ja, okay, ich kann es wahrscheinlich kaputt machen hier, oder? Das kann ich leider nicht. Ich mache jetzt hier erstmal mit neben hier das Terminal. So. So. Ah, ja, wir können es auch einfach so aufmachen. Weil so schön ist, machen wir es gleich trotzdem noch kaputt. Und dann rennen sie gleich weg, dafür, dass ich sie gerade befreit habe. Ich verstehe. Ihr wisst sicher, was ihr tut, wenn ihr diese gefährlichen Wookiee-Rebellen freilasst. Sie haben schließlich nur eine ganze Venator-Klasse sabotiert. Aber das geht bestimmt in Ordnung. Ja, ganz garantiert. Okay, was? Danke, wer weiß, was ihr mit uns vorhatten. Hier, nimm das als eine Art Danke zu sagen. Oh, du schickst das Schiff? Das ist ja geil. Wookiee-Gefangene, ach, das ist sogar die Quest. Er schenkt uns das Schiff, das ist ja nicht schlecht.
SRP-Druidenkanonenbooten. Auch noch so ein Separatistenschiff. Danke, wer weiß, was sie sonst mit uns vorhatten. Okay, das hatten wir gerade eben schon gehört. Boah, das sieht doch verdammt geil aus. Kann man da in den Zerstörer rein? Das wäre mal zu geil. Nee, da kommt man nicht rüber, ne? Nee, kommt man nicht. Mit seiner Wasserpistole. Das ist so geil. Es gibt nichts Besseres, als Druiden auseinanderzunehmen. Das Knacken und Knirschen endet an einen Biss in eine reife Skischockfrucht. Skischockfrucht. Jetzt ein bisschen wie Shisha-Tabak. Habt ihr auch gerade an Shisha-Tabak gedacht? Oh nein, ich nutze sowas nicht. Das ist allgemein kein Tabak, bin Nichtraucher. Und ich würde übrigens auch jeden dazu raten, selber auch einer zu bleiben. So, was erzählst du uns? Das ist Kashyyyk, die Heimat der Wookies. Und was du denkst, dass sie hier landen und uns wegnehmen können. Nicht unter meiner Aufsicht. Ja, echt wahr. Das kann ich zwar teilweise über Deutschland auch sagen. Das war nicht, ich meine nicht ernst. Das war jetzt kein Witz. So, einmal wegspritzen. Gut, theoretisch ist ja recht realistisch. Ne? Sand pucke ich auch durch Wasser kaputt. So, ich brauche überhaupt noch 11 von 14 haben wir. Das ist 3 Stück noch. Oh, wo die sind? Ah, da hinten. Fuck. Ist auf der anderen Ebene auch noch welche? Nee. Ich sehe auf der Karte nämlich... Wie viele Ebene gibt's denn hier? Oh Gott. Das ist wieder ein Spaß hier. Hier ist auch wieder ein bisschen nach oben. Das ist wie auf Yavin so ein bisschen. Okay, ich decke erstmal hier die Karte mal auf. Da ist was zum Einsammeln. Da ist sowas zum Kaputtmachen. Sorry, Wookie. Aber es muss es leider tun. So, da ist noch eine. Ah ne, da hinten ist er erst. Einmal bitte noch ein bisschen spritzen hier. Genau. Dann fehlt nur noch eine. Und die ist dort hinten. Warte mal, gibt es noch was zum Aufdecken? Ja, da hinten. Ich gehe mal hier mal eine Runde rum, dass ich jetzt noch die Karte komplett aufdecken kann. Mein Gongdu ist ja schnell genug. Und hier gibt es auch noch ein Gespräch. Lass uns hier in Ruhe sonnenbaden. Wenn unser Commander uns entdeckt, wird er sich auf uns stürzen wie eine Muja-Frucht auf Weltraumwaffeln. Hat er gerade Waffeln oder Waffen gestanden? So, ohne Witz, hat er gerade Waffen oder Waffeln? Achso, das kann sich ja sowas jetzt gar nicht aufdecken kann. Ja, das ist auch mal ein bisschen ätzend, dass immer noch so Bereiche sind, die du gar nicht aufdecken kannst. Ja, sei mal ruhig da. Hier ist auch noch ein Hinweis. Nehmen wir die auch nochmal mit. Die Truppen sind noch nicht alle weg. Bitte hilf den verletzten Wookies, sie sind anfällig für Angriffe. Mein Cousin ist irgendwo da draußen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das heißt übrigens auch der dumme Cousin. Den Nachzügler nachsetzen. Ja, das war übrigens gerade ein Witz, weil die es nicht verstanden haben. Ist ein Joke von Kleinanzeigen. Jetzt vielleicht denken, was erzählt der da von Müll? So, jetzt zur Sandburg. Und das war's. Sandbogentyrannei. Haben wir damit geschafft. Oh, hier können wir jede Menge Wookies beeinflussen. Ich habe auch jede Menge Ausrufezeichen. Nee, ist denn das keine Ausrufezeichen? Singt tiefen Ton. Singt mitteltiefen Ton. Arg, unerhört. Sie wollen nicht hören. Sondern in den falschen Positionen und verspotten meine perfekt geplante Performance. Ich wünschte, ich hätte jede Kräfte, dann könnte ich sie überzeugen, zuzuhören. Und auch auf die richtigen Positionen zu setzen. Da können wir alle unser Leben weiterleben, diese peinliche Vorstellung vergessen. Ah, ich weiß schon, was ich, glaube ich, machen muss. Chor in Kashiro. Sing mittelhohen Ton. Okay. Das scheint 3 zu sein, ne? Dann muss ich jetzt erstmal zu einem Jedi wechseln. Ups. Nein. Okay, nehme ich auch gleich mal den hier. Den brauche ich hier nicht, den Kaktroiden. So. Wir müssen die hier auf diese Plattform stellen. Und zwar in der Reihenfolge, an die 4 sind. Wo ist der 4. Da hinten? Bist du noch einer? Unsere Wurstühlbäume zu erklimmen ist nicht leicht. Wenn man sie erforschen will, muss man sehr geschickt und konzentriert sein. Viel Glück, wenn du es versuchen willst. Okay, Baumkronen klettern. Aber ich sehe jetzt hier gerade nur 3. Ah, ne, ach, da ist noch einer. Wie kann ich den übersehen? Gucken wir uns mal hier. Singt hohen Ton. Okay, das ist der letzte hier. Warte mal. Wie ging das nochmal?
beeinflussen? Genau, das ist der hohe Ton hier. Das heißt, der kommt wahrscheinlich auf das höchste Brett, genau. Du kommst hier hin. Weiß ich nicht. Ah, er geht nicht automatisch raus. Ich hoffe, der lässt es unterstehen. So, hohen Ton. Was hast du gehabt? Sink mittelhoch. Okay, mittelhoch. Wo ist es nicht so? Erstmal tief. Mitteltief. Okay, und hier ist wahrscheinlich tief. Genau, hier ist tief. Das heißt, den hier. Irgendwas. Nein. Ja, ist gut. Das heißt, der hier kommt dann in die erste Position. Okay. Das hier war mitteltief. Das heißt, der kommt an die zweite. Okay, F muss ich mal drücken und nicht E. Ja, und ich muss auch auf F drücken und nicht auf G. So, der kommt also an die 2. Also hier hin. Jetzt kommt der nächste. Der hier, der muss dann natürlich an die letzte mögliche Position. Der hat ja mittel hoch gehabt. Ein mittleres hoch auf, wie auch immer. So. Jawohl. Das sieht gut aus. Wookie-Chor. Und da kriegen wir gleich einen Stein dazu. Dankeschön. Chor am Kashio. Singt harmonisch. Das ist so geil. Es nervt zwar an der Zeit ultra, aber es ist geil. Das juckt vielleicht. In meinem Fell ist mehr Sand als auf ganz Gareth. Ich muss wohl zum Friseur. Warum erwähnt der Scarif? Ist das irgendwie ein Easter Egg? Der Scarif kommt ja in Rogue One vor und nicht in der Skywalker-Saga. So sicher also nicht in dem Spiel hier. Rogue One ist ja noch nicht in diesem Spiel. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal, außer als DLC für Charaktere, aber sonst ist es ja gar nicht im Spiel. Ich weiß nicht, warum die Leute denken, dass Skarif eine schwer zu lernende Sprache ist. Es ist so einfach. Wir haben nur 150 Wörter für Holz. Ja. Das ist, würde ich sagen, wirklich sehr, sehr einfach. Also, Eichenholz, Birkenholz, Akazienholz, was gibt's noch? Da hört's bei mir schon auf. Ahornholz. Okay, ich geb's auf, das sein. Ey, was ist denn hier? Ja, das ist aber kein Holz hier. Ist das Hähnchenkeulen? Ach, guck mal, hier ist sogar so ein Fleischstück. Ich weiß leider nicht, wie die heißt, diese Fleischteil, dieses rote mit dem Knochen dran, das hier, wo ich gerade drauf stehe. Die Dinger haben irgendeinen Namen, die sieht man sehr oft in den Fernsehserien, aber ich vergesse jedes Mal, wie die heißen. Aus wie so ein Gourmet-Essen hier schon fast. Sieht das hier Pommes sein? Sieht auch nicht schlecht aus. Und, keine Ahnung, was das Grüne sein soll. Äpfel sind das, glaube ich. Ich glaube, das sind Äpfel. Okay. Hier sind auch wieder Dinger drauf, hier auch jede Menge Keulen. Was ist das hier? Okay, irgendwas zu trinken, wahrscheinlich Kaffee. Soll das Kaffeebohnen sein? Ich weiß nicht. Es könnten. Ja, schwer zu sagen, es könnten Kaffeebohnen sein. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da glaubt, was das ist. Für mich sieht es aus wie Kaffeebohnen. Okay, was hast du für eine Aufgabe? Obwohl wir den Großteil der Klone haben zurückgeschlagen haben, sind einige Klone noch immer im Dorf. Unsere Krieger kämpfen, aber nach so langer Zeit sind sie sehr erschöpft. Wenn du uns helfen willst, dann geh zu ihnen und hilf ihnen, die bösen Klone zu bekämpfen. Ich würde durchkommen, aber mit meiner Verletzung würde ich dich nur aufhalten. Ja gut, das ist ja auf dem Planeten. Wir schätzen die Hilfe, aber ich habe markiert, wo unsere Krieger zuletzt im Kampf gesehen habe. Hilf ihnen, die böse Klonarmee zu besiegen. Den Nachzüglern nachsetzen. Okay. Eine kleine Quest, die wir noch machen können. Rette die gefangenen Wookies auf Kahiro. Okay. Wir haben Gesellschaft! Jetzt habe ich dich, du! Ja, darum kann ich mir so ausreden. Wir müssen 3 Wookies retten. Der macht einfach Silvesterraketen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier ist auch noch eine. Yay. Richtig toll.
Das war knapp. Ich danke dir. Sie hätten wir gar nicht so in die Enge treiben können, wenn unsere Captain nicht so wie ein Kleinkind weggelaufen wäre, nachdem er sich den Zeh an einem Felsen gestoßen hat. Ich frage jetzt, wie kann er denn auch weglaufen? Also ich würde dann gar nicht mehr laufen können, wenn ich mir den Zeh so stoßen würde. Das finde ich aber auch immer ekelhaft. Also besonders das, der Beinbereich ist bei mir ganz schlimm. Wenn ich da mich irgendwo stoße, dann tut das Ewigkeiten lang weh. Komm raus, Mr. Wookie. Ich will dich doch nur kraulen. Mit meinem Blaster! Ja, das sagen sie alle. Mit deinen Silvesterraketen wahrscheinlich. Oh, das war jetzt einfach. Nein, ich will da nicht hinter. Ich will mit ihm reden. Ich will den Wookie nicht angreifen. Ich will mit ihm reden. Ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Hätte mein Captain nur solches Mitgefühl gezeigt. Ich glaube, seine letzten Worte, als er floh, waren: Jeder Wookie für sich. Ja, aber in der Kämpfe wohl doch jeder für sich allein. Das kennt man auch aus der Realität. Am Ende ist aber auch jeder andere scheißegal. So, nächster Wookie. Die Antriebe lassen mich im Sinn, Sir. Ich höre schon einen Klon quatschen. Da hinten. Yay, wir haben bessere Raketen. Ist doch unfair. Ein Wookie gegen 4 Klone. Komm, Fork, du schaffst es. Und Gonki auch. Ups, da habe ich gerade einen Vogel angegriffen. Das war noch einer. Okay, der juckt wohl nicht. Ah, nee, das ist mein Kompane. Ups. Beeindruckend. Du hast es den Klon-Clowns wirklich gezeigt. Ich wünschte, sein Captain hätte gesehen, wozu ein wahrer Krieger fähig ist. Aber leider, er ist geflohen, nachdem der erste Blaster gefeuert wurde. Abgefeuert wurde, nicht gefeuert. Ja, gefeuert vom Job wurde er noch nicht. Ich will mich aufsetzen. Ich will mich schneller. Was hat das auf einen Gong-Druiden reiten, einen schneller macht? Hätte es in der kompletten Saga nie gegeben. So, einmal abgeben. Ich spüre eine Ruhe über dem Dorf. Du hast uns von der Klonbedrohung befreit, nicht wahr? Danke, Kashio steht für immer in deiner Schuld. Übrigens, hat einer der Krieger etwas gesagt, als du sie gerettet hast? Dass ich sie im Stich gelassen habe? Wahrscheinlich nicht. Und wenn, war es wahrscheinlich Unsinn. Nervöses Klauderwelsch. Haha. Ja, also... Ich glaube nicht, dass du das warst. Den Nachzüglern. Was war das gerade? Den Nachzüglern nachgeben? Oder so ähnlich? Hab ich leider nicht gelesen gerade. Sorry. Hallo. Ach, hier. Müssen wir den irgendwie aus dem Schiff befreien, ne? Okay, kaputt geht's aber nicht. Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.